So, hallo Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich und Luis machen uns gleich auf den Weg. Also erstmal kommt meine Schwester jetzt gleich, wir frühstücken zusammen. Sie zieht ja um und ich helfe ihr gleich beim Packen ein bisschen in der alten Wohnung. Und heute um 14 Uhr fahren wir alle Sachen rüber, also das heißt alle, das was wir schaffen. Und die Kinder bleiben so lange bei meiner Schwiegermutter. Genau, und deswegen dachte ich, nehme ich euch so ein bisschen mit, gucken, was ich so schaffe zu filmen. Und ja, ich dachte, das wird auch ganz interessant. Genau, würde ich immer sagen, lade ich jetzt die Kamera auf und nehme euch heute mit und wünsche ganz viel Spaß bei meinem Video. Ach ja, und gestern war Luis im Kindergarten, bei denen steht wieder Grippe und Fieber. Und also morgens stand gar nichts, meinten die, nee, ist alles wieder in Ordnung. Und dann, wo ich ihn abgeholt habe, stand wieder Fieber und Grippe. Und dann ist er nach Hause gekommen, hat er wieder Bauchschmerzen und Durchfall. Deswegen ist er wieder zu Hause. Also zurzeit irgendwie lohnt es sich gar nicht, Kind in den Kindergarten bringen, weil dem ständig dann neue Krankheiten, ey, richtig schlimm. So Leute, ich habe jetzt hier Croissants im Backofen getan. Luis wollte mit Nutella eins essen. Meine Schwester ist auch schon da. Luis darf jetzt eine Runde spielen. Ja, und dann, also wir essen jetzt erstmal, dann fahren wir zu ihr in die Wohnung. Wegen Internet musst du nicht, ne, Heike? Ah, ich muss halt Internet, aber ich muss erstmal wissen, welche Obergeschichte, im zweiten Obergeschichte links. Hm, willst du Kaffee oder Tee? Oh, nee, Tee, ich hab Kaffee schon viel. Ich trinke auch immer Schwarztee. Ja, und dann nehme ich euch ein bisschen mit. Ich weiß nicht, ob wir viel schaffen zu filmen. Ja, meine Schwester will vielleicht auch anfangen. Morgen. Sie wieder zu filmen, ab morgen vielleicht. Mit meinem Handy die Lautstärke ist. Ja, sie muss gucken, ob ihr Handy gut, also die Lautstärke gut ist. Qualität geht, aber wegen Lautstärke muss sie gucken. Oh. Da könnt ihr auch verfolgen, ihr Umzug und so. Nehme ich euch heute auch ein bisschen mit. Also ich muss jetzt ganz kurz Katzenstreu kaufen und Katzenfutter. Und dann fahren wir aber los. Nicht so viel Zeit. Ja, ich nehme auch mal den rosanen und Katzenfutter. So Leute, wir sind jetzt angekommen, durch die Jacke aus. Ich kann euch ja ganz kurz zeigen, was hier schon so abgeht, darf ich, ne? Ja. Ja, sie zieht hier um. Das ist jetzt ihre alte Wohnung. Sie muss komplett die ganze Wohnung Rohbau machen. Sie muss ganze Tapeten abreißen, Laminat rausreißen. Weil sie das so übernommen hat, irgendwie, keine Ahnung. Hier in der Küche hat sie schon teils abgerissen. Die Decke, oder? Ja, und die Decke muss sie noch. Boden muss ich auch rausreißen. Und dann. Geht weg. Hier ist alles auch schon voll. Ja, gleich gucken wir, was wir so. Was wolltest du hier machen? Ich will den Badeschrank hier ausräumen und ein paar Sachen schon vorbereiten, was wir rüberfahren. Matratze vielleicht zusammen knicken, kleben. Matratze ist wichtig, ja. Da kann Max wenigstens da sitzen. Ja, und hier ist auch schon, guckt mal, alles voll. Ihre zwei Katzen, der Dicke. Der Dicke. Zieh Jacke aus, Schatz. Ja, ja. So eine stinkende Toilette wechseln. Katzenklo. Heftig, ey. Gucken wir gleich. Machen wir Badezimmer, ein paar Sachen einpacken. Und erst um 14 Uhr können wir halt rüberfahren. Dann kann ich euch auch die neue Wohnung zeigen. Ist fast im Prinzip das gleiche, aber halt so renoviert und alles. Ne? Schöne Boden. Dann würde ich sagen, let's go. Gibt's nicht hin, warte, Hand auf der Tasche.
in die falsche Richtung, oder? Die. So Leute, wir fahren jetzt, weil bald kommt schon Lia nach Hause von der Schule. Wir fahren jetzt noch ganz kurz in die Stadt, sie wollte wegen Internet nachfragen. Und dann muss ich auch nach Hause, Kinder, was zu essen machen. Also ich habe noch Suppe von gestern. Und dann um 2 Uhr kommt schon die Oma. Die abholen, dann kurz nach 2, so um 2:30, 3 holt mich meine Schwester wieder ab. Und dann fahren wir nach, also zu ihrer Stadt, wo sie hinzieht, in die neue Wohnung. Und dann da alles rüberfahren, was wir schaffen. Wir haben gedacht, wir machen erstmal Max Zimmer. Ja, dass Max Zimmer schon mal fertig ist. Gib mal Hand. Leute, wir haben jetzt komplett eine Planänderung. Meine Schwester ist jetzt bei mir. Der Vermieter hat ihr jetzt 2 Stunden vorher abgesagt. Von wegen, er ist krank geworden. Können wir irgendwie nicht glauben, ja. Und nicht mal er selber hat abgesagt, sondern jemand hat für ihn angerufen. Ganz komisch, höre ich zum ersten Mal. Ja, das heißt, ich bleibe doch zu Hause. Die Kinder fahren mit der Oma trotzdem in die Stadt. Jetzt mache ich ganz schnell Mittagessen und ein bisschen Haushalt, ja. Also kann ich euch leider doch nicht mitnehmen. Ja, Suppe von gestern wollen die Kinder nicht. Ich habe schon einen Teller gegessen und wir probieren jetzt diese Quarkknödel. Ja, gucken, wie die schmecken. Leute, die sind so lecker. Ich habe schon probiert. Die habe ich bei Lidl gekauft. Also die sind jetzt mit Quark richtig, richtig lecker. Und man muss die eigentlich mit, also man kann die, ups, mit Puderzucker essen, aber wir essen die jetzt so, voll süß. Mit Schale? Ja. Du ist ja bei schon andere Konsistenz. Mhm. Dickflüssig, ne? Ja. Aber gut, musst du Schale nichts abmachen. Nein, das wurde zu viel. Hier ist noch rote Beete. Rote Beete müssen wir waschen. Mhm. So, sorry Leute, ich komme nicht zum Film. Meine Schwiegermutter ist dann spontan auch nach der Stadt zu mir gekommen und sie hat mir schon heute mein Geburtstagsgeschenk gegeben. Und zwar hat sie mir diesen Entsafter gekauft. Ich freue mich, wir haben es bei ihr getrunken und ich habe auch gesagt, ich will auch eins haben. Jetzt hat sie mir das zum Geburtstag geschenkt, voll süß. Ja, und jetzt haben wir Rote-Bete-Saft gemacht, Orangensaft, Kiwi und Apfel. Und dann haben wir auch ein paar zusammengemischt, richtig, richtig lecker. Ich werde jetzt auch jeden Tag Karottensaft trinken. Jetzt habe ich hier auch noch Bananen geholt. Ich esse ja viel zu wenig Vitamine, deswegen ist es gut, dass ich hier so einen Safter habe. Die Kinder haben auch richtig gut getrunken. Die haben, also den schmeckt Kiwisaft voll lecker, haben die gesagt. Und Orangensaft. Jetzt habe ich noch Zitronen, dass wir auch mal mehr Vitamine zu uns einnehmen. Ja, und noch eine Packung Karotten. Ja, muss man auf jeden Fall noch mehr kaufen. Ja, deswegen kam ich gar nicht zum Film, ehrlich gesagt. Wir waren noch, also wir waren erstmal in der Stadt, dann waren wir bei Lidl noch, hab hier die Sachen eingekauft und noch in so einem Laden, ich vergesse, wie der heißt. Ja, deswegen kam ich nicht zum Film, sorry. Es passiert aber auch nicht mehr viel, die Kinder gehen gleich baden, ich muss jetzt den ganzen Chaos wegräumen, von den ganzen Säfte machen. Dann war es das auch für heute. Morgen habe ich Geburtstag. Also morgen feiere ich nicht. Also es kommt nur Familie, trinken wir Kaffee, Kuchen. Dann gibt es Kaffee und Kuchen. Meine Mama backt mir einen Kuchen für meinen Geburtstag. Und ich habe so einen fertigen Zitronenkuchen noch geholt. Und ja, großartig werde ich da nicht viel machen. Deswegen würde ich sagen, hoffe ich trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir mal Feedback da. Einen Daumen nach oben. Abonniert fleißig meinen Kanal, damit ihr kein Video verpasst. Ich werde euch auch zu meiner Schwester in die Wohnung mitnehmen.
Das ist, glaube ich, auch interessant für euch, weil wie wir da alles einrichten und so. Und guckt mal, diesen Rock habe ich mir gekauft heute. Ich finde den richtig schön, der Gast bei New Yorker für 17 Euro. Er hat hier so Taschen. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen Bauch. Ich kann ihn gerade nicht einziehen, weil ich so viel Saft getrunken habe. Ja, egal. Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder. Ich filme meinen Geburtstag natürlich trotzdem mit. Genau, bis morgen. Ciao.